Herzlich willkommen in der Tesla-Welt, eurem deutschsprachigen Tesla-Podcast. Hier die Themen. Das Plaid Model S hat eine kleinere Batterie. Kommt das Model Y zu uns aus Shanghai? Und 11.000 Seiten Genehmigungsanträge in Grünheide. Mein Name ist David und dies ist die Folge 177. Ja, hallo und herzlich willkommen zusammen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Diese Woche gibt's mal wieder ganz klassische Tesla-News von mir. Vorher muss ich euch aber etwas beichten. Denn Leute, ich hab's gemacht. Ich hab mir ein Tesla Model 3 bestellt. Die Leute, die ja neu auf dem Kanal sind, die denken sich jetzt vielleicht, hä, warum, der macht doch seit 3,5 Jahren jede Woche einen Tesla-Podcast. Ich dachte, der fährt sowieso schon einen Tesla. Diejenigen von euch, die schon etwas länger dabei sind, die wissen aber, dass ich bisher immer noch mit einer Zoe unterwegs war. Denn eigentlich warte ich ja auf das Model Y aus Grünheide. Das Model Y passt besser zu meinem Use Case mit zwei Kindern und ein bisschen mehr Platzbedarf. Und wer weiß, vielleicht wechsle ich später auch nochmal. Das will ich gar nicht ausschließen. Ich habe es jetzt aber einfach nicht mehr ausgehalten. Das klingt vielleicht ein bisschen komisch, denn ich warte ja wirklich schon, wie gesagt, sehr lange. Aber für mich gab es zwei Dinge, die da den Ausschlag gegeben haben. Einmal hat sich ja der Produktionsstart in Grünheide ein bisschen nach hinten rausgeschoben. Ich wollte auch tatsächlich unbedingt ein 7-Sitzer Model Y und ich denke, das hätte ich frühestens in 1,5 Jahren bekommen. Und dann bin ich vor einem Monat umgezogen und ich wohne jetzt mitten auf dem Land mit einer Garage und Lademöglichkeit. So blöd das auch klingt, seitdem ich zu Hause laden kann, funktioniert es mit der Elektromobilität und der Zoe bei mir überhaupt nicht mehr. Denn aus irgendeinem Grund möchte meine Zoe bei mir zu Hause am Schuko-Stecker nicht laden. Tja, und öffentliche Ladesäulen von den Stadtwerken, wo ich sonst immer früher in der Innenstadt geladen habe, die gibt's hier draußen natürlich nicht. Ich muss trotzdem jeden Tag 90 Kilometer Auto fahren. Und naja, da ist die Zoe eben nach zwei Tagen komplett leer. Und es war super frustrierend, dann jeden zweiten Abend viele Kilometer zur nächsten Ladestation zu fahren, um dort mehrere Stunden zu verbringen. Das Auto habe ich dann in die Werkstatt gebracht. Da ist es auch seit 3 Wochen. Renault hat bereits das Ladegerät als defekt erklärt und getauscht, aber das hat den Fehler leider nicht behoben. Und ja, irgendwann hat es mir einfach gereicht und dann habe ich mir Model 3 bestellt. Und nachdem ich Model 3 genommen habe, das bereits bei Tesla im Bestand war, könnte es sogar sein, dass ich das Fahrzeug noch bekomme, bevor die Zoe repariert ist. Wir haben ja das Ende des Quartals und da geht sowas schon mal schnell. Könnte also sein, dass die Fehlerfindung und Reparatur des Ladeproblems bei der Zoe länger dauert als die Bestellung und Lieferung des Fahrzeugs bei Tesla. Das ist doch auch mal krass. Die Zoe hatte ich übrigens gemietet, sodass ich sie sehr flexibel zum nächsten Monat einfach abgeben kann. Ich bin mit dem Fahrzeug eigentlich immer gut ausgekommen. Das hat für meine Familie sehr gut funktioniert. Wie gesagt, aber eben nur an öffentlichen Ladesäulen. Und die letzten 5 Wochen waren einfach wahnsinnig nervig. Jetzt also Model 3. Ich kann es ehrlich gesagt noch gar nicht ganz fassen. Es ist übrigens ein Standard Range Plus Model 3 aus Shanghai geworden, in Knallrot mit weißer Innenausstattung und 19 Zoll Felgen. Ja, ursprünglich wollte ich eigentlich mal einen Long Range, aber es gab einfach keins mehr. Die Dinger gingen weg wie warme Semmeln Anfang des Monats und es gab bei Tesla dann die Nachricht, dass auch vor November überhaupt gar keine Long Range Model 3 mehr nach Europa geliefert werden. Ich habe dann bei Tesla angerufen und gesagt, kommt, vielleicht findet ihr noch eins irgendwo für mich auf dem Hof, mit dem großen Akku also. Und die meinten dann, naja, wir rufen sie so in einer guten Woche zurück und sagen ihnen, ob es geklappt hat. Im Stand gab es noch genau 4 Standard Range Plus Model 3 in der Variante, in der ich das gerne wollte. Und da habe ich dann einfach zugeschlagen. Ich habe mir gedacht, na gut, in einer Woche sind die sowieso auch alle weg. Und genau so kam das dann zustande. Ich bin schon super gespannt auf das Auto und mit ein bisschen Glück bekomme ich es sogar morgen. Das heißt, wenn ihr das hier seht oder hört, dann habe ich das Ding bereits. Und die nächste Folge, die kommt dann von einem waschechten Tesla-Owner. So, jetzt aber genug von mir. Ich will euch ja auch damit nicht langweilen. Jetzt schauen wir uns die Tesla-News der Woche an. Da bleiben wir auch gleich mal bei dieser Nachricht, dass Tesla bis November keine Long-Range Model 3 mehr nach Europa liefern möchte. Das fand ich nämlich äußerst überraschend. Und wenn das stimmt, dann kann man eigentlich nur darüber spekulieren, wieso das denn so ist. Die Info, die kam von Tesla-Mitarbeitern. Die haben das intern so kommuniziert bekommen. Und meine These dazu ist nicht so ganz perfekt, aber ich denke, das liegt an der hohen Nachfrage in den USA. Vor allem ausgelöst durch die Steuererleichterung, die ja vermutlich bald wieder für Tesla-Kunden zum Tragen kommt.
Und vermutlich rechnet Tesla hier mit so einem großen Boost, dass sie einfach alle Fahrzeuge in den USA absetzen können. Wenn das so ist, dann macht es für Tesla wenig Sinn, die nach Europa zu verschiffen. Denn das kostet mehr Geld und es dauert länger. Macht also Sinn, die Fahrzeuge dort alle in den USA zu verkaufen. Jetzt frage ich mich nur, warum das denn im Q4 dann plötzlich wieder anders sein sollte. Geht Tesla da von einer großen ersten Welle aus, die erstmal bedient werden will? Oder sehen wir im Q4 dann vielleicht trotzdem keine Long Range Model 3 aus Fremont? Das bleibt erstmal abzuwarten. So ganz klar ist mir das Ganze nicht. Vielleicht habt ihr ja dazu eine Theorie. Dann könnt ihr mir das gerne hier unten in die Kommentare auf YouTube schreiben. Oder wenn ihr die Folge auf den klassischen Podcast-Kanälen hört, dann könnt ihr auch gerne an die feedback@teslawelt.de schreiben. Oder ihr ruft die Tesla-Welt-Hotline an. Das ist die 0211 9763 2363. Da könnt ihr übrigens auch anrufen, wenn ihr andere Fragen habt oder sonst irgendwas Konstruktives loswerden wollt. Wenn es reinpasst, dann spiele ich es in der nächsten Folge. Das macht die ganze Sache interaktiver und ist eigentlich immer eine Bereicherung, finde ich. Wir kommen zum nächsten Thema. Tesla hat in Deutschland den 1000. Supercharger gebaut. Genauer gesagt muss man sagen, den 1000. Schnellladepunkt. Nicht, dass mir das dann jemand mit den Standorten verwechselt. Vor 7 Jahren wurde übrigens der erste Supercharger-Standort in Deutschland in Betrieb genommen. Der Ausbau hat vor allem in den letzten 12 Monaten extrem an Fahrt aufgenommen. Das liegt an der Verfügbarkeit der neuen V3 Supercharger. Und ist sicherlich aber auch ein Nebeneffekt der Vorfreude auf die Gigafactory in Grünheide. Für mich ist das Supercharger-Netzwerk nach wie vor das Killer-Argument, sich einen Tesla zu kaufen. Da können wir gleich wieder auf meine persönliche Situation zurückkommen. Ich werde in den nächsten Monaten mit dem Standard Range Plus Model 3 über 3000 Kilometer durch Frankreich fahren. Mit der Zoe hätte ich das nie gemacht. Da hätte ich mir einen Verbrenner gemietet oder wäre geflogen. Das wollte ich eigentlich auch nicht mehr. Aber dank der Supercharger ist es selbst mit dem Standard Range Plus Model 3 überhaupt kein Problem. Denn das Netzwerk ist in Europa sehr gut ausgebaut. Es gibt über 6100 Schnellladepunkte an über 600 Standorten. Man kommt also damit so gut wie überall hin. Reden wir nochmal über das neue Model S. Da bin ich ja letzte Woche im Interview mit dem Alexander Rosen von Deep Drive ganz tief in die Materie eingestiegen. Falls ihr das verpasst habt, kann ich das euch nur nochmal wärmstens empfehlen, denn der Alex, der hat da einfach einen super interessanten Gesprächspartner abgegeben. Jetzt sind aber so nach und nach noch ein paar weitere Infos nachgekommen. Zum Beispiel gab es was sehr Interessantes zum Thema Effizienz. Denn Tesla hat beim Model S das Battery Pack verkleinert. Und zwar um 4% von 104 Kilowattstunden tatsächlich verbauter Kapazität auf jetzt 100 Kilowattstunden genau. Und das finde ich ehrlich gesagt mega spannend, denn darüber habe ich mich ja sogar noch mit dem Lars beim ersten T&E-Talk Ende Januar unterhalten. Damals haben wir einen Bericht von der Autobild diskutiert. Die gingen beim Refresh Model S von einer deutlich höheren Batteriekapazität aus. Ich denke, weil die sich sagten, na gut, das Ding hat jetzt 3 Motoren, wird also dadurch sicher schwerer, deswegen braucht es eine größere Batterie. Und wir haben damals ein bisschen spekuliert und gesagt, nee, wir glauben das eigentlich nicht. Das ist vermutlich entweder gleich geblieben oder es wurde sogar noch verkleinert. In der Folge 156 habe ich das auch noch mal kurz erwähnt. Könnt ihr euch auch noch mal anhören. Ja, und jetzt ist es tatsächlich so. Tesla hat diese Information anscheinend gegenüber Motortrend bestätigt. Die haben eine Plaid Model S Review veröffentlicht und das Fahrzeug übrigens in höchsten Tönen gelobt. Ja, und Tesla spart sich hier also noch mal Gewicht, Kosten und Batteriezellen. Ich finde das super faszinierend zu sehen, wie die das immer wieder hinbekommen. Tesla war ja bereits Effizienzweltmeister und hat die Latte da eben nochmal ein bisschen höher gelegt. Wo man das auch noch gut sehen konnte, war an der offiziellen EPA-Bewertung für die Long-Range-Variante des Model S. Die wurde nämlich diese Woche auch veröffentlicht. Das fiel erstmal negativ auf, denn Tesla senkte die Reichweitenangabe auf seiner Webseite von bisher 412 Meilen jetzt auf 405. Also minus 7 Meilen. Hä, was ist denn da los? Naja, das liegt sicher auch an dieser kleineren Batterie. Und es war etwas überraschend, denn Elon hat ja während des Model S Events sogar noch 2 Tage vorher quasi von 412 Meilen gesprochen. In der Vergangenheit war das ja dann auch öfters mal so, dass das neueste Software-Update noch nicht für den Test der EPA verfügbar war und im Nachgang dann nochmal nachgetestet wurde. Da muss man also ein bisschen abwarten. Interessant war aber, dass die EPA neben dem Reichweitenwert auch immer einen Effizienzwert angibt. Das ist aus Elektrofahrersicht
ziemlich abgedreht, denn sie geben da irrwitzigerweise einen Meilen pro Gallone Spritwert an, beziehungsweise einen umgerechneten Wert. Ja, und wenn man da den Wert des 2020er Model S vergleicht mit dem des aktuellen, dann ist der von 117 Miles per Gallon auf 120 angestiegen. Beim 2020er Model S, da war die Reichweite mit 402 Meilen angegeben. Die ist jetzt also auf 405 gestiegen. Das Fahrzeug ist effizienter, hat drei Motoren und ein kleineres Battery Pack. In der Bedienungsanleitung des neuen Model S steht übrigens auch noch eine kleine, aber interessante neue Info. Die Spannung hat sich nämlich geändert. Die ist beim neuen Battery Pack von 400 auf 450 Volt geändert worden. Und das dürfte vor allem beim Schnellladen helfen. Ja, vielleicht erzähle ich euch noch kurz ein paar mehr Details zu der Rezension von Motortrend. Ich lese euch mal eine Übersetzung des Fazits vor. Zitat: Auch wenn das neue Plaid Model S keine 0 auf 60 Meilen in unter 2 Sekunden auf typischen Asphalt erreicht, zumindest noch nicht, so ist es doch eine beeindruckende Leistung für den kalifornischen Autohersteller. Das schnellste Auto, das wir je getestet haben, ist eine fünfsitzige Limousine im Wert von $150.000 und keine Multimillionen-Dollar-Rakete mit Kohlefaserverkleidung. Es ist bemerkenswert gut abgestimmt und bietet eine Kombination aus Komfort, Luxus, Leistung und Effizienz, die 2013 noch eine Science-Fiction-Fantasie war, als wir das Model S zum Motortrend-Auto des Jahres ernannten. Unabhängig davon, wie sehr Sie sich für Beschleunigungswerte interessieren und wie diese erreicht werden, ist die vielleicht wichtigste Erkenntnis, dass das Plaid Model S absolut zu den besten Autos auf dem Markt gehört. Zitat Ende. Tja, da kann sich die Konkurrenz warm anziehen, vor allem im Luxussegment. Dieses Fahrzeug ist der absolute Hammer, sage ich euch. Kritikpunkte vom Motortrend waren unter anderem das Yoke-Lenkrad. Das gefiel denen nicht, besonders bei langsamen Geschwindigkeiten. Vermutlich hat das ein bisschen beim Umgreifen gestört. Ich denke, man muss sich daran gewöhnen und ein bisschen länger fahren, um ein endgültiges Urteil abgeben zu können. Eine Lösung könnte da auch eine sogenannte progressive Lenkung sein, bei der quasi der Lenkausschlag je nach Geschwindigkeit dann angepasst wird. Bis das kommt, könnte es aber noch eine Weile dauern. Denn Elon twitterte dazu und schrieb: Ich fahre schon eine Weile mit dem Yoke-Lenkrad und es ist meiner Meinung nach großartig. Eine progressive Lenkung würde ein komplexes Getriebe oder eine Drive-by-Wire-Steuerung ohne direkte mechanische Verbindung erfordern. Wir versuchen das in ein paar Jahren umzusetzen. So schnell kommt das also nicht, aber ich kann mir gut vorstellen, dass man sich schnell dran gewöhnt. Und die Leute, die das gar nicht mögen, die haben dann vermutlich immer noch die Möglichkeit, auf irgendeine Weise ein herkömmliches Lenkrad zu bekommen, beziehungsweise nachzukaufen. Ach ja, wieso hat der Motortrend eigentlich geschrieben, dass die 0 auf 60 Meilen nicht in unter 2 Sekunden erreicht wurden? Das erkläre ich euch vielleicht auch noch kurz. Und zwar gibt es oft auf Strecken, die speziell für diese Drag Races gedacht sind, Asphalt, der mit einer ganz speziellen Masse behandelt wurde. Die sorgt für mehr Grip auf der Straße. Und das ist auch durchaus üblich so. Und anscheinend wird im Moment diese Zeit von unter 2 Sekunden nur auf einer solchen präparierten Strecke erreicht. Aber mal ehrlich, Motortrend hat dann das Ganze auf unbehandelten Asphalt getestet und eine Zeit von 2,07 erreicht. Das war nur 900stel mehr als auf diesem speziell behandelten Asphalt. Ich finde das persönlich vernachlässigbar. Vor allem, weil es immer noch mit Abstand schneller war als alles andere, was Motortrend je zuvor getestet hat. Und wir wissen ja alle, wie das ist. Tesla veröffentlicht dann noch ein paar mehr Software-Updates und dann sind diese 900stel vermutlich auch ohne präparierte Strecke weg. Also, alles halb so wild, aber ich dachte, ich erkläre es euch trotzdem nochmal der Vollständigkeit halber. Tesla hat übrigens auf seinem YouTube-Kanal ein Video mit Reaktionen von Kunden bei von 0 auf 100 Fahrten veröffentlicht. Am allerbesten hat mir da die Szene gefallen, als es dem Tesla-Mitarbeiter, der das Fahrzeug fährt, da tatsächlich die Kappe vom Kopf fegte. Also, super Video, schaut euch das mal in Ruhe an, kann ich euch nur empfehlen. Wir wechseln auch mal das Thema. Am letzten Freitag hat die öffentliche Auslegung der neuen Pläne für die Tesla Gigafactory in Grünheide begonnen. Die gibt's jetzt im Internet zu finden und es geht um insgesamt über 11.000 Seiten. Jetzt gibt's da so Leute wie zum Beispiel den Tobi Lind, die da versuchen, das Ganze von vorne bis hinten durchzuackern. Respekt, wir sind da schon gespannt, was da alles zutage kommt. Viele Informationen darin, die sind übrigens, gerade was die Zellproduktion angeht, geschwärzt.
Ja, ganz einfach, um Teslas Produktionsgeheimnisse zu schützen. Ja, es gibt aber immer noch genügend Interessantes zu lesen. Spannend fand ich zum Beispiel, dass die Jahresproduktion, was die Batteriezellen angeht, zunächst auf nur 50 Gigawattstunden begrenzt sein soll. Elon sprach ja bisher von 100 Gigawattstunden installierter Kapazität in Berlin bis Ende 2022. Klingt also erstmal nach der Hälfte in den aktuellen Plänen. Allerdings habe ich nirgends was von einer Zeitangabe gehört. Von dem her widerspricht sich das für mich eigentlich nicht. Wir wissen ja nicht, auf wie lange diese ersten Pläne ausgelegt sind. Kommen wir aber mal zu ein paar spannenden Gerüchten. Zum einen gab es das Gerücht, dass Tesla im dritten Quartal vielleicht doch Model Y aus China nach Europa schickt. Dafür gab es mehrere Quellen auf Twitter. Morten Lund hat zum Beispiel davon geschrieben, es gab auch noch ein paar andere. Und er schrieb mir dazu, er habe tatsächlich eine wirklich verlässliche Quelle, die er natürlich nicht nennen kann. Es ist auch nicht ganz klar, ob es mehrere Quellen insgesamt gibt oder ob das alles aus einer einzigen Quelle kommt. Wie dem auch sei, auch wenn das bisher nur ein Gerücht ist, könnte theoretisch natürlich was dran sein. Ich persönlich glaube eigentlich, dass es nicht so viel Sinn macht. Denn vermutlich wird Tesla die Fahrzeuge in China alle los. Und die Leute hier, die warten ja auch auf das Next Gen Model Y. Also mit den neuen Batteriezellen, dem neuen Paint Job und der neuen Konstruktionsweise. Auf der anderen Seite könnte natürlich Tesla versuchen, längeren Wartezeiten durch die große angestaute Nachfrage in Europa vorzubeugen. Und ich glaube durchaus, dass Tesla auch Model Y aus China hier ohne Probleme absetzen könnte. Denn es handelt sich ja trotzdem um hervorragende Fahrzeuge, die ja auch schon heute super Performance und Reichweite bieten. Nicht jeder wird sich dafür interessieren, was unter der Haube steckt. Vielen wird es vollkommen egal sein, was da für Zellen drin sind, solange das Auto tut, was es soll. Wenn das Gerücht tatsächlich stimmt, dann sollten wir aber auch bald schon von ersten Kunden hierzulande hören, die vielleicht von Tesla diesbezüglich angeschrieben werden. Also, mal abwarten. Es bleibt in jedem Fall sehr spannend. Dann gab es noch ein weiteres Gerücht, ebenfalls zum Model Y. Und ebenfalls geht's da um China. Es gab da einen Bericht der chinesischen Publikation CNEV Post. Die schrieben, dass Tesla für den chinesischen Markt ab Juli bereits ein Model Y mit LFP-Zellen, also mit Lithium-Eisenphosphat-Zellen von der Firma CATL anbieten wird. Das würde also ein Standard-Range Model Y mit den günstigeren LFP-Zellen bedeuten. Vermutlich zu einem deutlich günstigeren Preis. Jetzt hat der Tesla das Standard-Range Model Y nach einem sehr kurzen Gastspiel in den USA wieder eingestampft. Begründung war von Elon eigentlich immer die zu geringe Reichweite. Warum sollten sie das im chinesischen Markt jetzt wieder einführen? Zwei Dinge könnten dafür sprechen. Erstens wäre da mal ein niedrigerer Einstiegspreis, der vielleicht im chinesischen Markt wichtiger ist als in den USA. Und vielleicht dann auch die Verfügbarkeit der LFP-Zellen. Die haben nämlich den Vorteil, dass sie aufgrund ihrer Zusammensetzung eine andere Lieferkette haben als die Zellen für die Long-Range-Modelle. Und wenn es aus irgendeinem Grund davon genügend gibt, könnte ich mir schon vorstellen, dass Tesla darüber nachdenkt. Die große Frage ist, könnte Tesla diese Model Y auch zu uns nach Europa schicken? Vielleicht schon relativ zeitnah. Das glaube ich jetzt wiederum nicht, denn wenn sie so ein Modell in China einführen, wird die Nachfrage danach ausreichend sein, um alle Fahrzeuge dort an die Kunden zu bringen. Haben wir wieder dasselbe Problem, es lohnt sich dann einfach nicht, die zu verschiffen. Mittelfristig ist das aber natürlich denkbar. Tesla könnte die Long-Range-Variante und auch die Performance-Modelle hier in Grünheide fertigen und die Short-Range-Model Y aus Shanghai importieren. Auch hier bleibt uns leider nichts anderes übrig, als abzuwarten. Und damit sind wir für diese Woche auch am Ende angelangt. Jetzt wollte ich mich bei euch allen da draußen nochmal ganz herzlich bedanken. Die meisten von euch haben es ja vermutlich mitbekommen. Ich habe mich in den letzten Wochen ein bisschen auf YouTube probiert. Und nach rund 4 Wochen konnte ich jetzt am letzten Wochenende die Marke von 1000 Abonnenten bereits durchbrechen. Besonders gefreut hat mich auch, dass der 1000. Abonnent eine Model 3 Besitzerin aus Düsseldorf war. Sie heißt Nora und hat mir einen Screenshot mit der 1000 im Bild geschickt. Sie verleiht übrigens ihr Model Y hier in der Gegend von Düsseldorf. Wen das interessiert, der kann sich mal die Webseite anschauen, das ist www.teslai.de. So, jetzt machen wir aber Schluss. Diese Sendung wurde freundlicherweise vom Tesla Owners Club Helvetia, dem jungen und initiativen Tesla Club aus der Schweiz und dem TFF, dem Tesla Fahrer und Freunde e.V. unterstützt. Beide Clubs sind übrigens die Herausgeber des T&E Magazins. Ja, wenn euch dieser Podcast gefällt, dann gebt mir doch einen Daumen nach oben und ganz wichtig, abonniert den Kanal. Ansonsten bleibt mir euch eine schöne Woche zu wünschen. Bis dahin, alles Gute, macht es ganz gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.